Mushti Hamsasana, die Wildgans auf Fäusten, ist die Bezeichnung für einige Asanas. Mushti Hamsasana kann heißen der Pfau auf Fäusten oder auch die Krähe auf Fäusten. Hamsasana kann die Bezeichnung sein für das, was wir bei Yoga Vidya als Krähe bezeichnen, Karkasana, oder auch als Pfau, Mayurasana. Elena zeigt jetzt die Krähe auf Fäusten, also eine Variation von Mushti Hamsasana. Von der knienden oder hockenden Stellung ausgehend, gib die Fäuste auf den Boden, schaue auf einen Punkt vor den Fäusten und gib dann die Knie oder Schienbeine auf oder neben die Oberarme. Atme tief ein und aus und halte ein paar Sekunden oder länger. Mushti Hamsasana ist sehr gut, um Konzentration zu entwickeln, Gleichgewicht zu entwickeln und auch Mut zu entwickeln. Mushti Hamsasana ist auch gut, gerade wenn du es etwas anstrengender haben willst fürs Gleichgewicht als die normale Krähe. Aber viele Menschen üben Mushti Hamsasana, wenn sie ein Handgelenksproblem haben und so die Belastung der Handgelenke bei flacher Hand etwas zu anstrengend ist. Dann wird es zwar schwieriger fürs Gleichgewicht, aber angenehmer für die Handgelenke. Alle Informationen über die Krähe in der Yoga-Vidya-App oder auf www.yoga-vidya.de, suche dort einfach im Suchfeld nach Krähe.